Sterben werde ich sowieso. Aber ob ich es schaffe? Nein. Gebe ich denen mal ein bisschen Sonderbonus. Und ich pirsche mich von Baum zu Baum. Ich habe so das Gefühl. Ja, ich genieße es momentan ein bisschen. Komm, komm schon. Naja, es ist noch ausgeglichen. Ja, es ist ausgeglichen. Also, wir könnten es schaffen. Schauen wir mal, wo das Fass ist unten. Jetzt müssen wir wieder dort hoch. Oh je. So. Gut. Und jetzt? Müssen wir zum Friedhof. Jetzt wieder zurück. Sehr gute Quest. Echt gut gemacht. Bravo Designer. Könnt ja sowas von nicht Quests machen. Sowas von. Warten. Kurz noch schauen, ob es hier eine Quest gibt.
Aber wir haben schon alle Quests. Dann warten wir uns kurz ins Gebiet. Ja. Gehen wir kurz. Oder, ja, wegen der Zeit. Weihnachts. Dingsbums. Ja, komm, wir machen diese Quest erst gar nicht. Für was denn? Wir bekommen zwar eine Mütze, aber. Nein, ich will keine Mütze. Ich will doch keine Mütze, ich will etwas Cooles. So. Ja, jetzt ist die blaue Quest wieder da. Nehmen wir dafür die Quest an. Sorry, aber das ist mir zu heikel und wahrscheinlich muss man dann sehr viele Sachen machen, zum Beispiel Weihnachtsbäume suchen. Nein, kein Bock. Solche Events kranken mich an. Die können wir dann machen, wenn wir ein Reittier haben und Level 50 oder 60 sind. Okay, diesen. Dann haben wir eine Größe. Überlebenschance. Also gehen wir mal hier runter und machen mal ein bisschen Action. Wahrscheinlich müssen wir Action machen. Tut so gut in dieser Folge, also in dieser Aufnahmesession, mal ein bisschen betteln. Nicht nur laufen und questen. Oh, da unten leuchten die Lichter von dieser Stadt, von diesem Dorf. Weiß jetzt nicht, wie ist das? Kann ja mal schauen. Kann ich nicht schauen. So. Also, es gibt so noch auf dem Server bald. Also eben diese Dungeons. Dann werden wir neue Biome machen. Und ja. Burgen halt viele, viele Dörfer. Ja, eben Arenen. Das Rathaus bauen wir bald. Es wird sehr viel passieren und ihr dürft natürlich auch mitmachen. Ihr dürft selbst was bauen, etwas beitragen. Ihr dürft. Ihr dürft. Euch selbst irgendetwas bauen. Das ist frei, also die Welt ist sehr frei, ihr dürft bauen, wo ihr wollt. Was halt noch nicht gesichert ist. Ja. Viel zu tun und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mal kommen könntet. Es ist natürlich Cracked, also ihr dürft auch mit Cracked drauf. Und es ist Passwort geschützt, also wird euer Cracked-Name dann nicht mehr weggenommen oder so oder verfaked. Ja. Also, ihr könnt dann euch registrieren und im Passwort und dann könnt ihr das Passwort immer wieder am Anfang mit /login-Passwort euch einloggen und dann habt ihr den Namen für euch selbst, wenn ihr Cracked habt. Sonst ist es auch gut, damit Cracked-User nicht die Premium-Accounts nehmen und so auf dem Server kommen. Ja, der FC Bayern München ist zum 5. Mal Meister dieses Jahr geworden. Und wir haben einen Basler, die haben einen Basler unter den Truppen, der Xherdan Shaqiri.
Das ist momentan der beste Schweizer, den es gibt. Auch wenn er nicht so viel spielen kann, er ist trotzdem sehr gut. Er ist halt noch nicht so der Stammspieler, hat sehr schwere Positionen. Seid ihr auch Fußballfans? Und welchen Verein habt ihr so als Liebling? Also für mich ist der FC Basel natürlich der Liebling, einfach heimisch. Dann natürlich Bayern München und Manchester United, Barcelona auch. Ja, das war's eigentlich. Die anderen sind halt eher so. Ich habe eigentlich keine Feinde aus, vielleicht die Zürcher Mannschaften, weil die immer so angehen. Und die Berner Mannschaft, aber sonst habe ich eigentlich keine feindlichen, also die wie Krieg führen, so wie in England und so. Also ich bei euch Deutschland habt ihr auch manchmal so Köln und Dortmund oder so. Oder Schalke und Dortmund. Solche Rivalen, genau. Ich mache wahrscheinlich bald auch wieder Fußball. Trainiere dafür jetzt schon. Und so als Ausgleich und damit ich wieder besser schlafen kann. Also wenn mein Körper die ganze Zeit eigentlich wach ist und man nicht schlafen kann, das ist auch mit der Zeit schädlich. Und dafür kämpfe ich ja jetzt, wenn ich Sport mache, dagegen. Und dann ist auch der Ausgleich besser. Mein Körper ist halt einfach sportlich und wenn ich keinen Sport mache, kann ich nicht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, kann ich nicht richtig aufnehmen. Also nur schlecht. Dann bin ich ein bisschen depri. Und ja, das hört ihr wahrscheinlich. Dann brauche ich ein bisschen Motivation. Solche Sachen, die bekomme ich mit Fußball sehr gut. Und auch durch eure Unterstützung kann ich sehr viel Motivation kriegen. Ich kann jedes Schrottgame gamen, wenn ihr es wollt. Für euch mache ich alles sozusagen. Ich bin Community-Ding sehr orientiert und deshalb, ihr habt den Befehl. Ihr dürft machen, ihr dürft mir sagen, was ich sage, was ihr macht so. Ah, da geht's oben durch. Also gehen wir nach nach Hauptstadt, Gockstadt. Hallo. Was machst du da oben? So, jetzt sind wir wieder hier, wo wir durchs Portal gegangen sind. Und das war ein Fehler.